Moin, sind Veronik und ich war für die Elektrizität und Technik im Roboter zuständig. Mein Name ist Isabel und ich habe mir mit der Karkasse und mit dem T-Shirt geholfen für beim Roboter. Ich bin Miriam und ich bin hauptsächlich beim Roboter und der Karkasse und auch bei dem T-Shirt geholfen. Ich bin Kali und ich bin auch der Chauffeur vom Roboter. Ja, wir sind die zweite Kehr angemeldet, die erste Kehr waren wir angemeldet, aber da sind wir aber fand der Kante, dass die Courage bis verloren war, wir nicht angetreten, aber das ging um eine höchst motivierte Kippe und das sind wir dann noch bis zum Schluss dabei. Ja, wir sind von unserem Infosprof gefreut, weil wir in diesem General sind und wir mit Technik zu dienen haben, weil wir uns auch relativ viel dafür interessieren. Und ja, weil es waren auch überall Plakate. Die letzte Runde der Roboter auch schon gemacht und dafür sind wir das Jahr drauf gekommen, für ihn dann einen Cut zu machen. Am Anfang also so, dass sie mit den Ideen müssen kommen, wie man den Roboter entwerfen, was seine Aufgaben man will lesen. Und dann haben wir am Anfang just geholfen, für die Idee dann an Technik umzusetzen und ein bisschen so wie in der Kamen. Und da sind wir aufgegangen an ein Atelier und am Anfang, wo sie dann die Arbeit selber müssen machen, für den Roboter zu bauen. Ne? Also das ganz wenig von uns kommt, das von hinten, dann helfen am Anfang just den Kader zu setzen. Ne? Wir hatten auch ein paar Schwierigkeiten beim Bauen vom Roboter. Und zwar hatten wir Schalter zum Beispiel gestellt, für nur 4 noch handeln zu führen. Und den ist aber recht nur 2 Monate gekommen und da konnte man so lange nicht weitermachen. Und wir hatten noch Probleme mit der 14 Rankeln, mit der Steuerung, weil das ist am Anfang nicht gegangen. Und ja, dann hat man dafür ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Das ist keine Klasse, die viel Atelier oder viel Technik, aber viel mehr Technik so zu dienen, da muss ich dann ein bisschen schnell helfen. Ja, also Roboter hat man uns darauf beschränkt, dass also Roboter hauptsächlich die Fräschen da kann, dann umgehen mit enger Mechanik, der das ein Hirbel an denselben Hirbel, den holen wir dann auch für die Früchte können zu plecken. Wir können dann maximal laut Reglement 4 der Früchte transportieren bis bei den Kirchen am Zweck. Und als Idee war am Anfang, dass wir uns darauf beschränken, dann den umzukommen, dass wir nicht hinkriegen. Also das Gesicht vom Roboter so zu erklären, wir haben sich den Plan geguckt, was der Roboter alles erfüllen muss, also die verschiedenen Aufgaben. Und dann haben wir geguckt, wie wir das können ermöglichen, mit einem Hirbel und so. Und dann Karkasse haben wir dann geguckt, wie es mit Flotte so witzig ist zu machen. Und da sind wir eben auf die Idee gekommen, ein bisschen wie ein Elefant zu machen, weil eben den Hirbel auch der Rüssel kennt sehen und so. Und ja, dafür gesagt, dass der Roboter los so aus. Eine Aufgabe beim Konkurs ist es, Ping-Pong-Ball von Bemruf zu plecken und den dann hernach in den Kopf zu bringen. Und durch als Fernsteuerung wird der Ball dann raufgeholt und der rollt dann automatisch hoch an die Kirche. Wir haben als Roboter den Namen Rosie gehen, weil er hier auf der Task sieht, weil wir kriegen, ob diese haben immer gesagt, dass wir als Medischer wir das können, ein diese anpacken, und wir genauso gut sind wie die Jungen. Und dafür haben wir uns dann auch decidiert, dass wir beim Roboter mitmachen und dass wir doch können weisen, dass wir genauso gut sind. Und das war am Anfang eine Idee von hinten, wie sie gesagt haben, wenn wir da als Equipe dann durchstehen, dass wir uns da irgendwie zu erkennen können, dass wir ein Team sind. Und da war dann die Idee für so ein T-Shirt zu machen, wo sie sich dann etwas rausgesicht haben, ein Motiv von dem Computer gemacht haben. Und dann printen wir das raus und dann kann ich das auf die T-Shirt abstrecken, sodass wir da als Equipe da auftreten. Das war für sie ganz wichtig. Also wir hoffen natürlich, dass wir gewonnen, aber wenn wir verlieren, also doch nicht schlimm, weil wir während den 6 Monaten, wo wir daran geschafft haben, aber immens viel Spaß hatten und weil wir einfach eine immens gute Ambiance hatten, auch wo wir daran geschafft haben.